denn da los? Moin Leute, herzlich willkommen zu den LOL News. Mein Name ist Basti und wie immer starten wir sofort rein in die erste News. Und dort schauen wir auf G2 Esports. Die Gerüchte, die ich noch im letzten LOL News Video erzählt habe, die sind tatsächlich eingetroffen. G2 Esports, oder genauer gesagt Ocelot, der Owner von G2, hat bekannt gegeben, dass sie ihr komplettes Roster rebuilden werden. Die einzigen Spieler, die bleiben, das sind Caps, also der Midlaner, und Jankos, der Jungler. Alle anderen, also Wanda, Mickey, Reckless, auch Grabs und Nelson, also der Coaching-Staff und auch der gesamte Support-Staff um das Team herum, werden alle nicht mehr im nächsten Jahr bei G2 Esports sein. Das ist natürlich eine extrem einschneidende Änderung. Ich bin gespannt, was G2 sich an neuen Spielern, an neuen Coaches dazu holt und natürlich, wo die aktuellen Spieler hingehen. Ich hatte im letzten Video schon erwähnt, dass Grabs so ein bisschen in die Richtung von Vitality gedrückt wird, dass es da so ein paar Rumors gibt. Bestätigt ist das Ganze nach wie vor nicht. Aber auch für Reckless bin ich übel gespannt, wo es ihn hin verschlägt oder ob vielleicht einer der drei Spieler sogar retiren wird. Als nächstes schauen wir natürlich auf das ganz große Thema hier, nämlich die Worlds. Die Worlds sind aktuell voll in Fahrt. Die Gruppenphase hat ihre erste Runde geschafft und startet morgen in die zweite Runde. Und wir steigen einmal kurz durch und schauen uns die einzelnen Gruppen genauer an. In Gruppe A haben wir Rogue als europäischen Vertreter, bei denen es aktuell vernünftig aussieht. Sie sind auf dem dritten Platz, stehen mit 1:2 okay da. Ich hätte mir persönlich schon etwas mehr erhofft. Sie haben es hineingeschlagen, die mit 0:3 auf dem vierten Platz sind. Vor ihnen sind dann noch FPX auf dem zweiten Platz und Damwon Kia, der aktuelle Weltmeister, auf dem ersten Platz. Gegen Damwon Kia hatte Rogue auch ein echt, echt spannendes Game, wo sie extrem hart im Early Game behind gefallen sind. Vor allem die Toplane, oder? Der musste so hart leiden. Ich habe das Ganze mit Zola gecastet und wir dachten schon so nach der 14. Minute, das Ding ist komplett over. Dann hat es Damwon Kia aber irgendwie nicht geschafft, das Game zu beenden. Und Hans Sammer ist immer stärker und stärker geworden, seine Plays immer geiler und geiler. Und er hat es irgendwie geschafft, Rogue im Spiel zu halten. Am Ende war es sogar echt close, aber Damwon Kia hatte am Ende dann doch den längeren Hebel und konnte das Game für sich entscheiden. In Gruppe B haben wir keinen europäischen Vertreter, trotzdem ist es eine absolute Banger-Gruppe. EDG ist dort mit 3:0 auf dem ersten Platz. Es ist auch der chinesische erste Seed, also für mich immer noch so einer der Geheimfavoriten für das gesamte Turnier. Oder was heißt Geheimfavoriten? Sie haben die LPL gewonnen, das heißt, so wirklich geheim ist das nicht mehr. Zweiter Platz ist T1, die sind mit 2:1 ebenfalls ziemlich gut dabei. 100 Thieves auf dem dritten Platz und Detonation Focus Me auf Platz 4. In Gruppe C haben wir dann wieder einen europäischen Vertreter, nämlich Fnatic. Fnatic allerdings aktuell mit echt ein paar Problemen dabei. Upset, der eigentliche AD Carry von Fnatic, spielt nicht im aktuellen Lineup. Fnatic hat ein Statement gedroppt, dass es eine Family Emergency bei Upset war, dass er deswegen nach Hause musste. Und nachgerückt ist ein anderer deutscher AD Carry, nämlich Bean. Den kennt der eine oder andere vielleicht noch aus der Prime League, aus den guten alten Big-Zeiten. Auf jeden Fall sehr schön für ihn. Auf der anderen Seite sieht Fnatic ja nicht so wahnsinnig gut aus. Ihre Spiele sind extrem messy, extrem viele Kills. Und wenn ich ehrlich bin, ist Bean für mich einer der Spieler, der bei Fnatic aktuell mit am besten performt. Er ist sehr konstant, er macht einen guten Job und Fnatic overall sieht extrem messy aus. Es gab auch sehr viele Rumors auf Twitter mit Vipo, mit Vipos Freunde, mit Upset. Also extrem viel. Aus Gründen der Privatsphäre von Upset will ich da jetzt nicht genauer drauf eingehen, aber es gab schon einiges, was da im Raum steht. Fnatic aber natürlich historisch gesehen immer mit einer sehr viel stärkeren zweiten Woche. Das heißt, ich habe noch Hoffnung, dass Fnatic in die Knockout-Stage weiterkommen wird. In Gruppe D haben wir dann natürlich noch Mad Lions als europäischen Vertreter. Die sind aktuell zusammen mit Team Liquid auf dem dritten Platz. Beide stehen 1:2. Und auf dem ersten Platz sind geteilt Genji, der koreanische dritte Seed, und LNG, der chinesische vierte Seed. Beide sehen recht solide aus, sind aber durchaus noch machbare Gegner für Mad Lions. Also auch da habe ich persönlich noch Hoffnung, dass das Ganze funktioniert. Morgen geht es weiter, also morgigen Freitag spielt Rogue ihre komplette Gruppe zu Ende. Das heißt, morgen entscheidet sich bereits, ob Rogue aus der Gruppenphase in die Knockout-Stage weiterkommt oder ob sie es nicht schaffen werden. Das heißt, morgen auf jeden Fall die Worlds einschalten. Jetzt gerade läuft, by the way, auch noch Prime League, das heißt, da könnt ihr auch einschalten. Aber so viel erstmal zu den Worlds. Als drittes und damit auch schon als letztes schauen wir noch auf eine kleine Änderung, die Riot bezüglich des All-Chats angekündigt hat. Den soll es nämlich laut Riot ab dem nächsten Patch, also ab dem Patch 11.21, nicht mehr geben. Der soll abgeschafft werden und ich persönlich bin da ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite denke ich mir, ja gut, man hat schon seit einigen Jahren mittlerweile die Funktion, dass man, wenn man den All-Chat benutzen will, kannst du ihn ganz normal benutzen und wenn du ihn nicht benutzen willst, kannst du ihn einfach in den Einstellungen ausschalten. Auf der anderen Seite kann ich natürlich auch die Argumentation von Riot sehr gut nachvollziehen, dass sie weniger Toxicity im Game haben wollen. Und wenn ich mal selber überlege, wann ich den All-Chat persönlich konstruktiv genutzt habe, fällt mir da nicht so wirklich wahnsinnig viel ein, abgesehen von Good Luck, Have Fun am Anfang und GGWP am Ende des Games oder GG Easy im schlimmsten Fall. Also das kann ich durchaus verstehen. Es ist allerdings noch keine endgültige Entscheidung. Riot
geht damit in eine Feedback-Phase, sammelt also Feedback von der Community von euch und möchte dann nochmal evaluieren und schauen, wie sie das Ganze handhaben. Sie können sich sogar vorstellen, dass das je nach Region, also in China beispielsweise, anders gehandhabt wird als hier in Europa. Alles, wie gesagt, noch aber in der Testphase. Das war es tatsächlich auch schon wieder mit den LOL-News für diese Woche. Schaltet auf jeden Fall morgen bei den Worlds ein, Rogue. Kämpft da um ihr Überleben. Aktuell läuft auch die Prime League Pro Division. Schaut auch gerne vorbei. Ansonsten Worlds Samstag, Sonntag, Montag. Alle Tage werden dann, alle Group-Stage-Tage werden damit beendet. Und ich wünsche euch noch einen super entspannten Abend. Macht's gut, haut rein. Ciao.